So, hallo und herzlich willkommen zu Klaus rasiert sich. Heute gibt es keine Rasur. Ich habe heute Post bekommen und die mache ich jetzt mal auf und zeige mal, was da drin ist. So, vor geraumer Zeit ging es um neue Rasierklingen. Irgendeiner hat sie gefunden und sie kommen von nomorebeard.com, direkt aus der Tschechei. So, ich habe es schon mal natürlich vorher aufgemacht, um diverse Dokumente rauszuholen, die jetzt hier nicht wirklich relevant sind. So, als erstes mal eine Danksagung für den Einkauf. Direkt mit Autogramm von dem Herrn, der es verpackt hat. Keine Ahnung, wer es war. Was sofort auffällt, nicht einfach und schnöde. Also hat sich schon ein bisschen Mühe gegeben, sieht nicht schlecht aus. Direkt dabei eine Lea Creme. Shaving Cream, eine Rasiercreme, steht hinten drauf. Schönes Pröbchen, also an der Stelle schon mal danke, danke, danke. So, und hier sind die Kandidaten. Der Karton kommt mal weg. Derby Premium. Bin ich gespannt, ob die deutlich besser sind wie die normalen Derbys. Also die normalen grünen Derbys haben eine ziemlich starke Streuung. So, das ganze Päckchen hat knapp 15 Euro gekostet, bis es hier war. 100 Klingen. Ja, ungefähr doppelt so teuer wie die Russen, aber ist okay. So, so sind sie verpackt. Also schwarze Kunststoffbox. Also diese altbekannte Schubbox zum Aufschieben. Ja. Bisschen fipselig. So, schwarzer Kasten. Flupp wie immer. Erstmal der Pappstreifen. So, schön schwarz verpackt. So, das Tierchen mal öffnen. Mal gucken, vielleicht gibt es nachher noch eine Rasur damit. So, ganz einfach und unspektakulär. Derby Premium. Vorne wie hinten. Keine Seitenmarkierung, nichts drauf. Ein bisschen Fett ist klar oder Wachs. Wird ja gern zusammengeklebt. Moment mal, ich guck mal, ob ich hier noch eine normale Derby habe. Ja, ich habe eine. So, hier ist die normale Derby. Also normal, die Derby extra. So, wie gesagt, die grüne. Also als kleiner Vergleich. Also da wirkt die hier wertiger beschriftet, also schöner beschriftet. Ja, die ist sogar nummeriert. 1, 2, 3, 4, die schneiden. Die schwarze nicht. So, legen wir mal beide eben kurz beiseite. Wurde schon in einer Facebook-Gruppe angesprochen, dass die wahrscheinlich irgendwo von Russland kommt oder aus Russland kommt. Dem ist zumindest laut Aufdruck nicht so. Also, die ist von Chilixanayi. Keine Ahnung, Factory. Babadabadab. Tuzla, Istanbul, Türkei. Also, steht zumindest dick und groß drauf. Also, ich denke auch mal, dass die dann in der Türkei wohl produziert werden. Gut, wie sie sich macht, wie sie läuft, denke ich mal, na, gleich morgen. Also, die nächsten Tage wird es auf jeden Fall was geben. Für nächsten Samstag habe ich noch nichts auf der Kante liegen. Also, wird es wahrscheinlich am Samstag ein schönes Video mit den Dingern geben. Gut, bis dahin, viel Spaß. Auf bald.